Moin und willkommen zum neuen Video von mir, dem Chef. Heute geht es um das neueste Video der Entwickler, welches wirklich ein paar nette Details verrät, was uns in dem nächsten Update erwarten wird. Und zwar wird das nächste Update diesen Monat am 17. Juni erscheinen und trägt den Namen Hunted Chores. Dieses Update bringt zwei große Änderungen mit sich. Als erstes ein paar neue gegnerische Schiffe, nämlich die Geisterschiffe. Die Geisterschiffe werden genauso wie alle anderen Schiffraids immer in Wellen- und in Flottenform auftreten, also wie gesagt wie bei den bekannten Schiffraids momentan auch schon der Fall ist. Aber sie unterscheiden sich in ihrer Art der Munition bzw. in ihren Fähigkeiten. Zum einen können die Geisterschiffe nämlich Phantombälle abschießen, wobei keine Kugel dann auf euch zugeflogen kommt, sondern kommen Geister auf euch zugeflogen. Daneben gibt es auch noch eine zweite Art von Kanonenkugeln, nämlich die Faceballs, also die Gesichtskugeln. Diese Kugeln sehen aus wie Gesichter, wie es der Name auch schon vermuten lässt, aber sie haben eine sehr große Besonderheit, und zwar reißen sie gleich mehrere Löcher in euer Schiff rein, quasi wie eine Shotgun funktionieren sie. Des Weiteren wird euer Schiff auch noch sehr stark ins Schwanken gebracht, wenn ihr von diesen Kugeln getroffen werden solltet. Und weil all das noch nicht genug ist, haben die Geisterschiffe auch noch eine weitere geheime Waffe, und zwar Minen bzw. Fässer, welche sie fallen lassen können, sobald ihr direkt hinter einem Schiff herfahren solltet. Also das direkte Verfolgen eines Geisterschiffes wäre keine gute Idee, denn dann müsst ihr stellenweise die ganze Zeit den Minen ausweichen oder ihr schießt natürlich auf sie drauf und dann würden diese natürlich auch explodieren. Wie ansonsten die Kämpfe im genauen Detail aussehen werden, wissen wir noch nicht, da werden wir denke mal in Zukunft dann mehr erfahren. Mit den Geisterschiffen bekommt der Seelenorden auch noch nun einen neuen Questtypen, wo ihr nun keine Skelette mehr jagen müsst, sondern halt die Geisterschiffe. Prinzipiell genau das gleiche wie mit den Skeletten, nur dass ihr jetzt halt Schiffe jagen müsst. Eine nette Ergänzung würde ich mal meinen. Mit dem Update am 17. Juni kommt aber auch noch eine weitere Änderung, auf die wirklich sehr, sehr viele Leute sehr lange gewartet haben und ich gehöre dazu. Nämlich wird es dann möglich sein, über ein zusätzliches Menü das Shanty auszuwählen, welches man in diesem Moment spielen möchte. Also ihr seid mit dem nächsten Update nicht mehr auf den Zufall angewiesen, dass ihr zufällig dann genau das Shanty bekommt, was ihr gerade spielen möchtet, sondern ihr bekommt immer genau das, was ihr haben wollt. Und es wird auch noch besser. Denn die Entwickler haben noch weitere Shantys aufgenommen, und zwar 8 weitere spielbare Lieder. Ein paar davon kennen wir schon, so aus ein paar Soundtracks zum Beispiel. Allerdings sind auch ein paar dabei, die wir noch gar nicht kennen. So im Trailer sehen wir zum Beispiel schon mal, dass Happy Birthday eins von diesen Liedern sein wird, und da werden dann auch noch ein paar andere dabei sein, die wir jetzt noch nicht kennen, und ich bin mal sehr gespannt, wie die klingen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf die neuen Shantys und vor allem auf die Möglichkeit, diese nun gezielt auswählen zu können. Des Weiteren gibt es aber auch noch weitere Anpassungen im nächsten Update, und zwar wird die Hit Registration nochmal ein klein wenig überarbeitet, die wird wohl nochmal deutlich verbessert, die Entwickler arbeiten stetig daran, haben sie auch in der Vergangenheit schon gesagt, dass da immer stetig dran gearbeitet wird, und dann bin ich mal gespannt, ob die dann auch in Zukunft dann deutlich besser funktionieren wird oder ob es auf dem Niveau bleibt, wo wir uns momentan bewegen. Das Update wird logischerweise auch noch deutlich mehr beinhalten, aber das werden wir jetzt erst in naher Zukunft erfahren, was das alles sein wird. Ich meine, bis zum 17. ist nicht mehr wirklich lange hin. Ich denke mal, die nächsten Tage werden wir einen Trailer erhalten und dann wissen wir, was uns dann in den Hunted Chores erwartet. Aber das war es jetzt soweit auch von meiner Seite. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und dann sehe ich euch an Bord. Euer Chef.